Ja, Consul Spirit ist für mich einfach das Mindset dahinter, was für Consul wichtig ist. Und für mich ist, denke ich, das Vertrauen in den Menschen da der Hauptpunkt, sowohl auf der fachlichen Ebene als auch auf der emotionalen Ebene. Hier ist es tatsächlich so, dass jeder seinen Teil dazu beitragen will, die bestmögliche Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist auch einfach genau dieses Mindset, was hier besonders geprägt wird und auch eben ein Zeichen von Consul ist. Die Consul-Kultur, das ist in erster Linie wechselseitiger Respekt, das ist Wertschätzung, das ist eine Atmosphäre, wo man eben gern arbeitet, wo man gern zusammenarbeitet, wo man Wissen teilt. Das Vernetzen der einzelnen Tochtergesellschaften und Niederlassungen von Consul in einem engeren Sinne zu vernetzen und so also zusätzliche Energien zu schaffen. Ein Hauptpunkt ist einfach auch eben die Menschen wieder ein bisschen näher auch zusammenzubringen und da auch einfach Hürden abzubauen. Und wenn man sich so einfach mal direkt ausgetauscht hat, denke ich, kommt man da auch eher einfach dann ins Gespräch und traut sich dann auch einfach mal nachzufragen. Ja, ich arbeite einfach sehr gerne bei Consul, weil ich der Meinung bin, hier kann ich sein, wie ich wirklich bin. Und ich glaube, genau das ist auch eben eine große Qualität, dass hier einfach jeder das für sich entwickeln kann, worin er gut ist und was er eben auch fördern möchte. Und genau das gilt für mich natürlich auch. Das eine ist eben dieses geballte Know-how, das eben Beratung und Lösungen im IT-Bereich bietet. Und zum anderen sollte das befeuert werden, würde ich mal sagen, durch intrinsische Motivation, die ja jeder Mensch in sich hat, die sich in Freude und in Schaffenskraft äußert. Wenn ich zurückdenke in der Anfangszeit, war es so, dass ich sowohl Architekt als auch Bauleiter war. Und dann habe ich so super Mitarbeiter gefunden, die wirklich Jahrzehnte schon dabei sind, die also das perfekt weiterentwickelt haben und diese Kultur eben sozusagen mit ausgeprägt haben, sodass wir dort stehen, wo wir heute stehen. Was ich mir schon zugute schreibe, ist, dass ich der Initiator dieser Kultur, des Zusammenwirkens, dieser ja, frohen Arbeitsumgebung, wenn ich das mal so ausdrücken darf, das halte ich mir zugute. Und ich denke auch, dass das etwas ist, was auch in der Zukunft Bestand haben soll. Ich glaube, das ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum und für weitere Erfolge von Consul. Ich glaube wirklich, diese Mischung aus, wir müssen uns schnell auch an neue Technologien adaptieren, wir müssen da auch einfach bereit sein, auch mal mutige Schritte zu gehen. Es darf jede Veränderung sein, wenn der Mensch dabei einfach auch mitgenommen wird.